Willkommen im Stammlokal Eichbaum. Einfach entspannen und die reine Frische erleben. Entdecken Sie unsere Lokalrunde und genießen Sie das Eichbaumbuffet. Eins steht fest, ein Eichbaum. Hallo liebe Footballfreunde, ich melde mich vom allerletzten Spieltag der Saison von den Weinheim Longhorns. Wir haben heute im Stadion Pforzheim zu Gast. Bei mir ist Sven, der Headcoach der Weinheim Longhorns. Sven, was erwarten wir von dem allerletzten Spiel dieser Saison? Naja, wenn es gut läuft, ist es ja nicht das allerletzte, sondern da kommt noch die Relegation. Von daher hoffen wir, dass wir heute gewinnen. Dass wir ein bisschen Schützehilfe von Holz Gerlingen bekommen und Freiburg verliert. Und dann sind wir sicher in der Relegation und können uns auf Tübingen vorbereiten, auf den Oberliga-Zweiten. Die Jungs hatten im letzten Spiel gegen KIT mächtig viel Bock. Man hat gesehen, die haben gespielt wie schon lange nicht mehr. Können wir diesen Elan ins nächste Spiel, also können wir es heute retten, diesen Elan? Ja, was heißt retten? Ein Spiel ist immer eine eigene Sache. Ne? Es kommt immer auf die Umstände so ein bisschen an. Es kommt darauf an, sind die Jungs fit. Wir haben wieder ein paar Verletzungsausfälle. Von daher, also ich denke schon, dass die Jungs wissen, um was es geht. Und die werden auch richtig Vollgas geben. Aber ja, mal gucken, wie es heute so läuft. Gut, dann wünsche ich dir für dein Spiel alles Gute. Geh zu deinen Jungs, bereite sie noch vor. Gleiches Kickoff. Und ja, ich gebe einfach ab. Yeah!
Hallo liebe Football-Freunde. Wir melden uns zurück nach dem Spiel Weinheim Longhorns gegen Pforzheim. Ja, wir haben gewonnen mit 24-7. Es war ein geiles Spiel. Sven, ja, ich habe ja schon gesagt, Spiel war mega geil. Wie war es für dich direkt an der Sideline, direkt bei den Spielern? Wie war es für dich? Gut, im ersten Quarter haben wir nicht ganz so abgeliefert, wie ich mir das gewünscht hätte. Da waren wir mit der Defense noch nicht ganz wirklich auf dem Platz. Die Offense hat noch nicht ganz geklickt. Ab zweites Quarter war ich eigentlich ganz zufrieden. Wir haben noch zwei, drei kleine Fehler gemacht, aber das war ganz okay. Pforzheim hat viel durchrotiert, muss man dazu sagen. Aber grundsätzlich haben wir unseren Sieg wirklich hart erarbeitet, haben das wirklich hart erkämpft und verdient gewonnen. Was bedeutet das jetzt für uns genau? Wissen wir noch gar nicht so genau, weil Freiburg hat auch gewonnen. Das heißt, wir haben wieder die gleiche Konstellation. Wir sind jetzt zwei Punkte vor Freiburg oder ein Punkt vor Freiburg. Wenn die jetzt in zwei Wochen, glaube ich, gegen Biberach verlieren, dann sind wir in der Relegation. Wenn die gegen Biberach gewinnen, dann sind wir abgestiegen. Also wir wissen, wir sind eigentlich genauso weit wie heute Morgen und wissen noch nicht so ganz, was das wert war. Aber wir haben unsere Aufgabe erfüllt, wir haben die Hausaufgaben gemacht und jetzt kommt es darauf an, dass Biberach Freiburg schlägt und dann sind wir zumindest mal in der Relegation. Danke, Sven. Ja, das bedeutet für uns im Klartext zwei Wochen warten, was passiert. Und dann bedeutet es für uns Relegation, ja oder nein. Gut, wir melden uns danach dann zurück. Honk 'em horns!